Ja, hallo und willkommen zusammen zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass wir hier wieder weitermachen in der Episode 3. Wir spielen jetzt mit Astrid. Der redet nicht mit uns. Und der auch nicht. Tja, dann kehren wir mal zu Opi zurück. I've had a look at the survivors. Most are in fairly good condition given the circumstances. These were the lucky ones. You'll find the ones who were less fortunate in the basement. Was im Keller? May God take mercy on their souls. They died from their injuries or were found dead. We put them downstairs to keep the bodies cold. And also, well, there are wolves around, you see. Yes, I've seen them. I think I can find most of what these survivors need, but there is a diabetic in the group. They're gonna need insulin and soon. Do you know where I might find some? That's bad news. No, I don't. The survivor has type 1 diabetes. That means their body can't produce insulin. If they don't get it, they'll eventually go into shock and probably die. Well, then we need to find some. And soon, before the blizzard becomes too powerful to even risk going outside. I need to remain with the survivors, minister to them. But you can go and look for the medicine they need. I will. Any suggestions you have would be very useful. Most of the surrounding houses will be empty. But you may find some of the minor supplies you need to treat the survivors. The diabetic came in from the plane crash a day, maybe 2 days ago. So your best chance to find their insulin will probably be to find their luggage at the crash site. Well, how will I know which luggage is theirs? You'll have to search everything you find and hope for the best. Okay. You keep an eye on everyone, and I'll be back as soon as I can. Thank you for your help. One more thing. Yes? Many of these survivors are in bad shape. From the crash, it's true. But I've seen this sort of thing before. People need hope to survive. And if they can't have hope, they need some closure. People here, many of them weren't traveling alone. They're broken-hearted, worried sick about their loved ones, feeling guilty. Why did they survive when others didn't? You can help them find some closure. But chances are searching the crash site won't be a pleasant experience. I've seen death before. Yes, you're a doctor, so you understand the fragility of human life. The fragility of the human spirit is more my domain. For the ones who've lost loved ones, if you can bring them some closure, that will help to start their healing process. Yes, it's well known that the mind and body are inextricably linked. If you encounter any artifacts, any information that would help to identify those who did not survive the crash, that information might be a salve to these poor broken souls. Then perhaps they'll have a chance to face tomorrow. I'll do what I can to find IDs, documents, anything that can help identify the people who didn't make it. In turn, take this, my child. I'm not religious. Please, keep it. It's not for you. Please, humor me. I don't understand. At least until I can minister to those souls myself. Having you carry this rosary while you investigate the crash site, it would bring an old priest some comfort. It will be the closest thing to my being able to pray for them. I mean, no disrespect, Father, but do you really believe this will help? Perhaps in the end, faith is all we have.
Ja, okay, wir speichern gerade. Hinzugefügt Rosenpflanze, aha. Findet das abgestürzte Flugzeug. So. Erstmal nach dem Gepäck. Uiuiui. Ja, da haben wir schon mal ganz schön viel jetzt inzwischen. Gut, gut. Essen müssen wir. Dann machen wir das jetzt an. Gut. Hab ich nichts? Doch, habe ich. Ja. Nein! Ach, trinken. Ja. So, schnell noch was trinken. Ja, Getränke haben wir wirklich nicht allzu viel irgendwie. Sparsam sein. Unterwegs finden wir bestimmt noch mehr. Und wir gucken mal auf der Karte. Die Absturzstelle ist natürlich ewig weit weg. Wie soll ich denn das finden? Also, bin ich jetzt mal nicht so toll. Gut. Also, das ist ein definitiv langer Weg. Und ja, gehen wir hier lang? Müssen wir ja nicht. Tja. Okay. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Was? Gehen wir nicht weiter? Oh, voilà. Was? Telefon. Wo war jetzt das Telefon? Büro. Nein, da. So, you're still alive. So far, yeah. But there are people in town who won't be if I don't get going. You heading up to the plane crash? How'd you know that? You risked your life to come here to help some sick people. You came to help me when I was stuck in the bar. You're a doctor. You're not going to leave a bunch of crash survivors to die of cold. I would like to help the crash victims, yes. I wouldn't get your hopes up. A few days in this weather and with the wolves prowling, I hope you're wrong. Yeah, well, I left you a little present. Look, I'm not sure. Relax. You have to trust someone, right? Would you trust someone with a dead body in their basement? Fair point. But if you want to live, check out the trunk of that blue sedan over by the swing set. Well, okay. Thanks, I guess. Watch out for those wolves. Ja, okay. Dann haben wir hier so viele Sequenzen gehabt, die recht lang gedauert haben. Naja. Schauen wir mal, wie wir mit der Zeit hinkommen. Und wir müssen es noch, ja, Nacht haben. Aber relativ hell ist es. Moment. Naja. Was? Ah. Das hört sich nicht gut an. Wo ist der Wolf? Oha, da. Wieso kann ich nicht laufen? Was? Okay, wir sollen die Moral brechen. Ah, daneben. Aber sowas von. Noch einer. Oh. Nein. Ach, nachladen. Nein. Ah. Ach, komm schon. Hör auf. Ach komm, einer reicht doch. Ah, los. Ah, wo? Eieieiei. Wo bist du? Aua. Okay, wie es aussieht, die Moral ist gebrochen. Yes. Oh. Leute. Leute! Okay.
Mal schauen, dass wir noch was zu trinken finden. Hier ist natürlich nichts. Und mal gucken. Nö. Wieder nicht. Naja. Dann los. Lauf, 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 lauf. Boah. Können wir im Laufen nachladen? Nein, natürlich nicht. Schade, wir hätten ja ein bisschen Zeit gespart. Hm. Gucken wir uns die Hütte mal an. Nein, ich tendiere zu nein. Nö. Der Weg ist lang genug. Und... oh, der Mond. Ich erinnere mich nicht, den Mond auch schon mal am Himmel gesehen zu haben. Oh, cool. Schicker Himmel. So, lauf, 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 lauf. Ja. Was? Aha. Ich schätze mal, das ist die Absturzstelle da hinten. Aber Querfeldacker werden wir wohl nicht kommen. Nö. Okay, hier wäre eine Kiste gewesen. Schön, hätte ich mal eher geguckt. Oha. Das ist heftig weit weg. Gut. Einfach laufen. Laufen, laufen, laufen. So lang wie der Weg ist, würde ich sagen, passiert hier doch garantiert noch irgendwas. Und ich hoffe doch nur Gutes. Also das wie mit dem Wolf eben gerade, das muss ja nicht unbedingt sein. Auf jeden Fall, die Episoden werden immer actionreicher, finde ich. Sehr schön gemacht. Insgesamt sowieso ein sehr schönes Spiel. Und auch wenn jetzt hier grafisch das eben halt nicht so realitätsgetreu ist, ich finde es sehr schön. Also ich habe mich wahnsinnig daran gewöhnt, würde ich sagen. Und ich finde das echt toll, weil die Story ist hier irgendwie vordergründig. Und das gefällt mir viel besser. Ja, und jetzt gucken wir erstmal. Nein, wir biegen nicht rechts ab. Okay, das haben wir geklärt. Da geht's lang. Auto. Nein. Wir müssen Zeit sparen. Komm schon. Astrid, lauf. Also gleich. Ach. Zum Glück ist es relativ hell, dass wir wenigstens auch die Waffe tragen können. Und die Wölfe sehen, wenn sie denn kommen. Denn Überraschungen sind schön. Lass mich gerne überraschen. Aber manch eine Überraschung kann man sich eigentlich auch schenken. Die brauche ich dann nicht. So. Komm schon. Oh, die verfallenen Hütten. Gut. Haben wir auch gesehen. Und also wenn das vor einigen Tagen gewesen ist, dann frage ich mich, was da jetzt noch brennt. Wir können nirgendwo wirklich abkürzen, glaube ich. Hm. Mag Abkürzungen. Ja. Auf jeden Fall haben wir reichlich Gepäck, was dazu führt, dass wir auch mit der Astrid nicht allzu lange laufen können. Das war vorher irgendwie besser. Finde ich jetzt gerade nicht so schön. Naja, die Erholungszeit ist natürlich auch immer sehr lange. Okay, bei 21 Kilo. Ja, was soll ich sagen?
Es ist viel. Tragt mal 21 Kilo mit euch auf dem Rücken rum oder wo auch immer das gerade alles steckt. Also jetzt nicht zweideutig sehen, bitte. keine Ahnung, am Gürtel oder an der Halskette oder wie auch immer. Irgendwo ist das Zeug ja. Und da es klappert, muss es irgendwo auch draußen am Gürtel hängen oder ähnliches. Okay. So, weiter, weiter, weiter. Karte auf. Das ist eine Brücke. Aha. Guck mal an. Wo ist jetzt die Brücke? Da oder da? Ah, lauf. Das sieht hier nicht nach einer Brücke aus. Moment, dann muss die wohl auf der anderen Seite vom Felsen sein. Jo, tatsächlich. Okay, es war eine 50-50 Chance. Hätte ja funktionieren können. Da hinten läuft ein Wolf rum. Ganz hinten da zwischen den Bäumen. Solange du mich in Ruhe lässt, lasse ich dich auch in Ruhe. Alles ist in Ordnung. Und nein. Nicht doch. Ich habe doch keine Zeit für sowas. Da liegt doch jemand rum. Na klar. Komm schon. Ich habe keine Munition mehr. Eieiei. Okay. Steine. Ach. Was ist jetzt los? So schön geht das. Aua. Ach nee, da liegt keiner rum. Hirsch. Ach komm schon, hau ab. Wie müssen wir den jetzt so vermöbeln? Das gibt's doch gar nicht. Hau ab. Ach komm. Ah, ich habe keine Munition mehr. Verschwinde! Und wer ist das denn? Da ja nirgendwo mehr Munition war. Hier oben richtig. Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht doch gut aus. Oder? Ja, das sieht aus wie, wir sind gleich da. Sehr gut. Ja, ich kann nichts machen. Was soll ich tun? Steine habe ich gerade keinen. Lauf. Einfach laufen. Okay. Tatsächlich, das war was Größeres. Irgendwo steckt er hier noch da. Kommen wir hier irgendwo rein? Ja. Nein, da. Was? Ah. Hängt er vielleicht auch rein? Ja. Uff. Uff. Oh. Haut immer noch nicht ab. Irgendwas hier. Also Pistolen oder ähnliches dürften wir hier eigentlich nicht finden. Das T-Shirt nehme ich mal mit. Ach, da ist doch einer.
Wieso können wir eigentlich nicht das Jagdmesser benutzen bei dem Wolf? Das ist doch... Halt. Da ist ja noch einer. Ah. Das lassen wir erstmal hier. Zocken nehmen wir mit. Gut. Da liegt doch jemand rum. Au! Was jetzt? Ja, gut. Okay, also. Das Insulin suchen wir ja an. Genau. Gut, dass er mich erinnert. Allerdings muss ich sagen... ich weiß nicht, wie ich den Wolf loswerde. Ja. Wohl Essen brauchen wir eigentlich gar nicht. Hähnchen. Nö. Das lassen wir mal schön bleiben hier. Vegetarisch. Also das Vegetarische habe ich nicht eingesteckt, weil ich Vegetarier bin oder irgendwas, sondern es war halt gerade da. Ausweis. Ah ne, der hat mal. Oh, da liegt ja noch einer. Noch ein Ausweis. Did I say a heavy gold? Because it really do. Oh, eine Mütze. Moment. Nehmen wir mit. Schal. 35%. Ne, das lassen wir schon bleiben. 60%. Nee, auch nicht. So. Die hatten wir ja gerade. Aha. So, erstmal eine Fackel benutzen hier. Ah ja, wir sind den Wolf los. Uff. Moment. Hat man die jetzt? Ja, hat man. Den auch. Dann hatten wir den auch. Und die da oben hatte ich noch nicht. So. Dann suchen wir sie doch mal. Ah, nee, nee, nee. Na gut, dass wir hier Klamotten finden, war ja ziemlich klar. Brauchen wir das? Nein. Ja, vielleicht die Jacke. Okay. Also, das Ganze hier mit dem Insulin dauert auf jeden Fall etwas länger. Ich werde mich mal in das Flugzeug begeben, soweit es geht. Und ja, erstmal so. Und ich würde sagen, Moment, was denn? Gar nichts. Doch, eigentlich Dosen. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Episode weiter, also in der nächsten Folge, nicht in der nächsten Episode. Und ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Sollte es euch gefallen haben, nehmt doch noch ein Abo mit, aktiviert die Glocke, dann seht ihr immer, wenn ich was Neues habe. Kommentiert und bewertet. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.